Halli, hallo, hallöle, popöle. Hier ist wieder der Johnny Doe und ja, Craft the Ball ist an der Reihe. Und ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben hier, ja, Holzmauern gebaut. Ne, nicht Holzmauern, wir haben die Holzmauern ersetzt eigentlich. Wir haben die Holzmauern ersetzt. Ersetzt haben wir, hallo? Ersetzt gegen Steinmauern. Hallo. So. Das ist doof, dass ich da keine dahinter setzen kann. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber man muss nicht alles verstehen. Dann aber so. Holzmauer. Das Mauer kann hier nicht gebaut werden. Warum nicht? Steinmauer ersetzen. Muss ja irgendwann dahinter sein, verstehe ich nicht. Naja, ja. Wir reißen es einfach mal ab. So, dann sehen wir, ob er dahinter sich befindet. Und dann. Jetzt haben wir wieder keinen Stein mehr. Okay. So. Die buddeln und graben und buddeln und graben. Ja, wir lassen mal. Ja, Level 11 haben wir letzte Folge auch geschafft. Trotz Portalöffnung und ja, großem Widerstand. Die Kobolde. Es hat Kobolde geregnet. Weil die ihr Heim direkt bei uns oben auf dem Dach. Einfach auf dem Dach portiert haben. Einfach auf dem Dach. Hausmauer ist zerstört worden. Ja, wie kann das bloß? Hallo? Da setzen wir jetzt einfach eine Holzmauer drauf und dann. Du wirst angegriffen. Nein, das wäre eine Seltenheit. So, ah, es werden gar keine. Oh, Moment. Ja. Zack, Buch des Magiers. So, müssen wir mal gucken, wer denn hier so ein bisschen. Magier. Holzwerk. Hier, den machen wir zum Magier. Buch des Magiers. Zack. So. Der ist jetzt Magier. Ja, ja, Hausmauer zerstört. So, und jetzt Holzmauer ersetzen. So. Haus ist wieder fertiggestellt. Pipapo, bla. Und ich werde wieder angegriffen. Ja. Zombies. So, wir müssen mal dringend wieder Steinmauern herstellen. Dafür brauchen wir natürlich Stein. Wie kann es auch anders sein? Wasser und Sand. So, Sand dürfte jetzt gleich wieder leer sein. Es ist leer. Es ist mal wieder leer. So. Ein bisschen dunkel hier unten. Zack. Aber im Dunkeln ist gut munkeln. Laut Adam Riese und Eva Klein. Du wirst angegriffen. Nein, werde ich nicht. Also auf jeden Fall nicht mehr. So, dann kann man hier eigentlich auch. Eigentlich die Entferne Leiter, die brauchen wir ja jetzt hier nicht mehr lassen. Ja, er macht schon wieder neue Steinmauern. Da bin ich ja froh. Du bist angegriffen. Ja, Gargoyle schon wieder. Die hasse ich ja wie die Pest, die Viecher. Gesundheit ist niedrig. Ja, der soll natürlich sofort schlafen gehen. Dann erholt er sich.
von seiner Zunft. Noch mal ein Hühnchen und da noch mal ein Hühnchen. Gesundheit niedrig, ja, es ist mir doch eine Freude. Nicht graben, Mensch. Jetzt hier die Gerste, das Korn einholen. Wasser sammeln. Einholen. Ich glaube, ich muss den Quatsch, den nächsten auch schon mal hier. Hat er denn? Muss er das Zwerg auswählen? Den Zwerg ausrüsten. Den können wir direkt hier mal einen festen, größeren Rucksack geben. Dann hat er nämlich hier Gegenstände, die er tragen kann, um 2 erhöht. Er hat gar keinen Rucksack los. Zwerg auswählen. Ausrüsten. Achso, der hat das ist Tischler. Deswegen haben wir ihm lieber eine. Na gut. So, das ist ein Rucksack hat er gekriegt. Kann ein bisschen mehr tragen. Zwerg auswählen, ausrüsten. Schon mal einen besseren Rucksack gekriegt jetzt. Ja, hallo. Hallo. Zwerg auswählen. So. Ausrüsten. Was hat er denn? Er hat einen einfachen Rucksack. Er ist Müller. Der kriegt auch noch mal einen besseren Tragerucksack. So viel Zeit muss sein. So. Können wir eigentlich mal allgemein gucken, wie die denn so veranlagt sind. Er ist Krieger und Schwimmer. So, der Holzfäller Magier, der kriegt auch nochmal einen größeren Rucksack. Zack. Mal ein bisschen was geflunzt. Aber noch mal was eingeflunzt. So, wir haben ein bisschen was zu tun. Schere haben wir schon, glaube ich, hergestellt. Erhöht die Effizienz der Kochfertigkeit. Eisenerz, Schleifsteine. Erhöht die Schwertkämpferfertigkeit. Okay, das ist dafür brauchen wir Sand, das wäre wahrscheinlich Scharstein und Eisenerz. Ja, machen wir das mal so. Ja, Technologiebaum, wir haben eine Aufgabe erfüllt. Wunderbar. Damit haben wir fortgeschrittene Bewaffnungen abgeschlossen und gehen rüber zum fortgeschrittenen Dekorationen. Okay. Naja, gut. Was fehlt noch? Ja gut, Technologien. Fortgeschrittene Kochkunst fehlt uns auch noch. Gut, wir haben noch keine Brötchen gebacken. Uns fehlt Mehl dazu. Mehl. Da brauchen wir ein bisschen Getreide für. Kann man ja ganz schnell herstellen, oder? Zack. Und nochmal. Dann haben wir es. Thema, wir können nämlich dann direkt wieder hier aus dem Weizen, aber schon ja. Zack, oben haben wir wieder Körnchen vor Körnchen. Da können wir leckere Brötchen backen. Apfelkuchen können wir auch machen, dafür brauchen wir auch Mehl.
Ernährung und Heilung 2. Bringt denn uns das Brötchen nur Ernährung 2? Aber das fehlt auch noch zur Herstellung. Mal gucken. Auch nochmal ein bisschen. Hier nicht mehr, ne? Es fehlt nur noch die Brötchenkunst etc. Da fehlt uns ein wenig. So, füllen wir mal noch ein bisschen die Tische, ein bisschen mit ein paar Tannenzapfen. Die sind so lecker. Tannenzapfen. Würde ich nicht futtern, aber egal. So, ein bisschen gemischter Salat hier, Jungs. Hier schön die Holzmauern ersetzen. Holzmauer ersetzen, Holzmauer ersetzen, Holzmauer ersetzen. Ja, einiges zu ersetzen haben wir hier noch. Vor allen Dingen die Holzmauern. So, dann müssen wir hier nochmal. Dann haben wir es eigentlich schon fast. 53% ist der Komfort. Wir müssten uns ja noch ein bisschen Sand hier wegbuddeln. Eigentlich. Gar nicht, wo man überall. Ach, da guck mal, da haben wir auch noch mal ein bisschen Stein. Stein, 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 Stein. Wollte auch gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo man überall Stein findet. Zack, Stein gefunden. Ja. Hier, Wasser sammeln. Ein bisschen Wasser kann man ja immer sammeln. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit der Brücke so funktioniert, ob das echt gut ist oder nicht gut ist. Ich weiß nicht, du wirst angegriffen, ja, hier so ein kleines ja, Monsterchen. Muss man ja schon fast sagen, kleines Monsterchen. Ne? So, was brauchen wir eigentlich denn nochmal für die großen Rucksäcke hier? Was waren das jetzt hier nochmal? So, da brauchen wir. Ach ja, Bretter, Holzbretter. Genau, Holzbretter und Seile. Da müssen wir uns nochmal ein paar Holzbrettchen zurechtschneiden. Dafür brauchen wir natürlich Holz. Holz, Holz, Holz. So, machen wir einiges so um die 40. Ja, wunderbar. Da kann der Tischler hier direkt gleich lossägen, brägen, Bretter fegen. Ich werde schon wieder unten in den Kerkern in den Kerkern angegriffen. Sind natürlich keine Kerker.
Uiuiui, in 12 Minuten ist es wieder soweit mit dem Monsterportal. Da habe ich ja unheimlich Lust drauf. Wie 7 Tage Regenwetter. So viel Lust habe ich da drauf. Haltbarkeit 5. Haltbarkeit 9. Da kann ich ja eigentlich. Kann ich ja. Entferne Steinmauer, entferne Steinmauer, entferne Steinmauer. Da bringt mir ja gar nichts. Hab ich hier drauf gebaut, ist blöd. Ach, wir könnten, glaube ich, auch eckige Fenster mittlerweile herstellen, ne? Ja, eckige Fenster, das ist doch schön. Wir haben eckige Fenster. Was bringen uns eckige Fenster? Komfort von 5. Das ist doch schön, ist das. Komfort 2. Dann machen wir noch mal ein paar eckige Fenster rein hier. So, zack, da. Und hier noch. Und da. Und wir sollten vielleicht auch noch mal eins hin. Dann steigt der Komfort doch gleich viel schneller. So, kann noch nicht eingesammelt werden. Gut, ist noch nicht fertig, das Zeugs hier. Schneidfällen. Aber Bäumchen darf ja eigentlich nicht mehr wachsen. Großartig, weil ich dann mal drunter. So, Tischler plus 1 gekriegt. Ist doch nicht schön. Der Zwerg hat schön voll sein Körbchen. Das ist voll bis oben hin. Da machen wir auch noch mal ein paar von, finde ich. Also, Bretter haben wir gesagt. Bretter brauchen wir. Da machen wir noch mal ein paar Bretter und Seile. Wunderbar, haben wir nur einen hingekriegt, weil wir haben keine Seile mehr. So, Wolle haben wir 2. Da kriegen wir jeweils 3 Seile raus. Okay. Dann müssen wir uns noch um Wolle wieder kümmern hier. Ja, da haben wir schon mal ein Schäfchen. So schön. Zack. Da liegen noch 2 Eier rum. Ja, also wenn du keine Eier hast, war da liegen noch welche. Hätte ich ja beinahe gesagt, gut, dass ich nicht getan habe. Da kommt ein stinkender Zombie. Da war noch ein Schäfchen. Was? Achso. Und dann sagen, was will er denn jetzt? Wo rennt er denn jetzt hin? Das ist wahrscheinlich wegen dem Schäfchen. Du wirst angegriffen. Ja. Blöde Zecke. Oder Floh, ich weiß nicht genau, was das sind. Müssten wir mal hier reingucken ins Pistarium. Eine Riesenzecke ist es. Ein wenig gefährlich. Larve. Riesenspinne, Riesenameisen, gefährlich. Ja. Gargoyle gefährlich, Koboldanführer ist harmlos. Dieser Anführer steigert die Moral von ihr. Kreaturen in der Nähe findet er auf seiner Trommel schlägt. Indem er auf. Dieser Anführer steigert die Moral freundlicher Kreaturen in der Nähe. Ach so. Ja, aber was ist mit den normalen Kobolden? Ein heimtückischer Diebe bauen ihre Feldlage in der Nähe der Zwergenunterkunft auf, sobald die Zwerge genug wertvolle Gegenstände gesammelt haben. Sie warten anschließend darauf, dass die Zwerge ihre Lager unbewacht lassen, bauen vorläufige Leitern zum Eindringen in eine Unterkunft und versuchen, alle nützlichen Gegenstände zu stehlen und sie in ihr Lager zu bringen. Ja, das ist leider ein bisschen sehr blöd hier. Ich sehe nämlich nichts mehr. Uah. Naja, egal. So, schauen wir mal, ob wir da. Ach, Mensch. So, 2 Seile haben wir auch wieder zusammen. Bretters auch. Mehrzahl von Brett ist Bretters. So, da. So, haben wir noch ein paar. So, dann möchte ich doch mal unsere kleinen Probanden hier
Ausrüsten. Fischer, tragbare Lampe. Warum hat der Fischer hier eine tragbare Lampe? Erhöht die Effizienz der Bergarbeiter. Ja. Der ist doch Fischer. Da kann er doch lieber hier ihn nochmal tragen. Haben wir keine mit Bergarbeiter? Doch, da, Bergarbeiter. Ah, aber der hat schon den Bogenschützen. Handschuh des Bogenschützen. Naja. Du wirst angegriffen. Ja, hau den mal einen auf die Mütze da. Ja, wir müssen unbedingt die Leiter hinein bauen. Das ist dann vielleicht einfacher. Zack. 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 Ja, so geht das, glaube ich, denke ich. Ne? Ja, die laufen gut darüber. Juhu, neue Aufgabe. Du musst Gegenstände fertigen, um die Forschung dieser Technologie zu beenden. Technologiebaum. So haben wir auch. Fortgeschrittene Dekoration. Ja, gut. Nicht ganz so klasse, aber naja. Ja, los Galos. So, neue Fenster haben unsere kleinen Zwerge mittlerweile auch. Wie sieht's denn hier? Naja, gut. Trotzdem nur 53%. Weiß ich jetzt aber nicht genau, was da liegen sollte. Naja, egal. So, eine Innentür. Das ist eine Holztür, das ist eine Innentür. Eine Innentür, die nicht als Unterkunftsgrenze zählt. So. Was soll die jetzt bringen, die Innentür? Man weiß es nicht so genau. Ja gut, wir müssen sie halt bauen. Naja. Das ist ja nur eine Innentür. Naja. Achso, hier die Blumen, die Dekoration. Achso, bringt auch nichts eigentlich, ne? Auch nur Banddekoration. Ja, weiter Leuchte. Oh, ne? Fallen. Schmiede, habe ich nicht noch eine Schmiede? Doch, da ist noch eine Schmiede. Warum habe ich denn noch eine Schmiede gebaut? Schmiede, Popide. Ist doch total Schwachsinn, eher egal. Nehme ich einfach mal so hin. Keine Ahnung warum. So, Nägel hier so zack, 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 zack. Ah, ich habe keine Nägel mehr. Dafür brauchen wir Eisen. Gut, brauchen wir ein paar Nägelchen aus Eisen. Ich brauche unbedingt Innentüren. Ganz, ganz viele. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir brauchen die. Können wir ja nachher vielleicht nochmal zerlegen. Weil sie nicht wirklich alle brauchen. Ne? So, Technologiebaum abgeschnitten, abgeschritten. So, gehen wir nämlich zum Weben rüber. So, dann haben wir noch Steinarbeiten. Haben wir auch schon. Ja, neue Aufgaben haben wir auch schon wieder gekriegt. Ja, Weben. Du musst Gegenstände fertigen, um die Forschung dieser Technologie zu beenden. Haben wir ja schon mitgekriegt. Neue Technologien, fortgeschrittene Steinarbeiten. Wann haben wir die denn gekriegt? Weben! Faden. Ein Faden wird zum Nähen von Stoffprodukten genutzt. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Gut, warum brauchen die denn zum Weben? Naja. So, Brunnen. Dann brauchen wir einen Blumenrelief. So, das müssen wir auch Stein fertigen. Ich finde es gut, hier sind wenigstens die Crafting-Rezepte direkt vorgegeben. Ist oft sehr ja, wertvoll und hilfreich. Entferne die Holzmauer. So. Die Holzmauer hier entfernen und direkt nochmal eine Steinwand drüber klatschen. Dann sagt er uns gleich, dass Holz kaputt.
Aber gut, gehen wir hin. So, können wir einfach eigentlich übrigens noch Brötchen backen. Wir können Brötchen backen. Ist das nicht schön? Ein Brötchen in Nötchen. So, können wir hier direkt nochmal ein neues Körnchen anbauen. Auch guck mal hier. Das Buch des Kriegers. Da können wir unsere Krieger direkt wieder verbessern. Verbessern. Verbeckern tun wir so, ja, das ist klar. Wieso kann er nicht? Achso. Hört man ja öfters. Man verbeckert seine Armee. So, Hausmauer ist zerstört. Wir haben es hingekriegt. Die Scheibenkasse, da komme ich nicht hin. Zack. So. Naja, wir haben mitgekriegt, Hausmauer ist zerstört. Ja, Brot. Ich habe noch kein Brot gebacken, doch wir haben noch Brot. Brot ohne Ende. Dann sollte man vielleicht mal auch auf die Tische ein wenig verteilen, die Brote. Hier so, zack, zack, zack. Ja, die sind aber auch wählerisch mit dem Essen, da muss ich ja echt sagen. Sehr wählerische Zwerge haben wir hier. So, aus der Stelle, jetzt ist er fertiggestellt. Da ist er jetzt dafür da zerstört. Geistreich. Ach, jetzt muss ich schon wieder Leitern herstellen. Und sind die Leitern mal wieder ausgegangen. Ach gut, wenn wir genug Holz haben. Infrastruktur der Zwerge, die ist ja echt. Ja, Hausmauer zerstört, habe ich mitbekommen. Gibt direkt Abzüge in der. Nein, das Monsterportal ist geöffnet. Ich. Oh, direkt hier vor der Hütte, ey. Bekloppt. Ja, hat natürlich direkt unsere Abwehr hier direkt zerstört. Nein! Wir müssen direkt unseren einen Krieger hier ausrüsten, einrichten, ja. Wir hatten zwei Krieger, oder? Hatten wir noch einen? Ja, ja. Ruhe. Wir haben noch einen Krieger, oder was? Das ist ein Magier, ein Holzwerk. Wir haben echt nur noch einen Krieger. Ruhe, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen dann. Zack, 28. Ja, Gesundheit ist niedrig, Essen. Hausmauer ist zerstört. Ja, wir wissen's. Ich werde angegriffen. Nee, hat er gesagt, du wirst angegriffen. Ja. Wir sind ja dabei, wir sind dabei. Geht das hier ab? Ja, ab wie Schmitz Katz, doch. Bogenschütze plus 1. Wunderbar. Was? Okay. Alter, die sind durch. Die sind durch. Die sind. Alter, mal weiter. Hausmauer zerstört. Ja, hier schon mitgekriegt. Gesundheitslevel ist so niedrig. Essen. Alter, die marschieren hier einfach durch, als wäre das hier nichts, ne? Ausruhen hier. Alter Verwalter. Als wäre das hier nichts, ne? Ich will nicht unbedingt den Zwerg hier verlieren. Boah, Alter. Scheiß Portal, ey! Also Tag. Oh mein Gott, hier ist ja alles. Das ist aber ja, jetzt ist aber gut hier. Meine Fresse, ich bin überfordert.
Ja, genau, haut mal alle ab da ins blöde Portal da wieder. So, zwei Türen haben wir. Bin erstmal für. Wir bauen hier erstmal die Haustür wieder ein. So. Erstmal die Haustür hier wieder einbauen. Ne? Hier, zack. Das war nicht Steuerquatsch. Hallo. Fertigen. So, wir hatten ja hier ein paar Innentüren gebastelt. Dann kann die Innentür hier mit eingesetzt werden noch. Alter, wo kommen wir denn jetzt auf einmal wieder her? Achso, wir hauen direkt wieder ab, die verschwinden direkt. Ja, und die haben unsere Tür hier noch zerstört. Das sehe ich gerade jetzt erst. Kann ich die Tür denn auch schließen? Keine Tür. Nutzen. Ja, die kann man auch schließen. Das ist ja cool. So. Gesundheit niedrig, der soll erstmal was essen. Alter Verwalter, hier geht ja die Post ab. Mann, 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 Mann. So, dann können wir erstmal hier die Brote hier wieder draufstellen. Die mussten ja alle ein bisschen was essen. So, jetzt haben sie alle. Ja. Wird hier alles gleich repariert und wieder fertig gemacht und schick gemacht und. Dann können sie wieder yeah, gut drauf und yeah. So, Zwerg auswählen, genau, schlafen gehen. Er soll auch hier. Jetzt gehen sie natürlich alle schlafen, weil sie alle sehr down sind. Ja, müssen wir dann erstmal so hinnehmen. Kann man nichts gegen machen. So, Mehl müssen wir wieder herstellen. Wo war denn jetzt Mehl nochmal? Da war Mehl. Ha, Mehl. Getreide braucht man dafür meistens. Ja, kann man ruhig aufbrauchen, das Mehl. Sag ich mal. Gehen wir nochmal. Mehl, Quatsch. Weizenkörner. Weil wir können direkt aus Weizen wieder neue Körner. Getreide, genau. Tatatatam. So, haben wir wieder. Und der Louis hier macht die gleich fertig. Genau, schlaft mal alle. Schnarcht eine Runde. Schnoddert und schloddert. Soll mir recht sein. Mäh. Gesundheit ist. Alter! Was war denn jetzt schon wieder hier? Ah, das kann doch nicht. Jetzt ist mir ein Zwerg gestorben. Das kann doch nicht echt nicht wahr sein, ne? Und der nächste Zwerg ist gestorben. Jetzt kommen die blöden Kobolde noch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Nein, der nächste Zwerg gestorben. Ey, gibt's nicht. Erst öffnet sich das blöde Mistportal hier. Und dann kommen die blöden Kobolde. Alter. Und der nächste Zwerg wieder gestorben. So nicht, also. Noch ein Zwerg gestorben. Hallo, jetzt ist aber gut hier. Alter. Hier ist ja Massensterben. Dabei habe ich dir echt gut ausgerüstet, wie ich finde. Ausrufezeichen, Punkt, Komma. So, man hat die Distanzwaffe denn? Distanz, Schaden 10. Die Waffe hat aber 20 Schaden, also. Ja, müsste eigentlich so passen alles, ne? So, jetzt haut halt mal da alles kurz und klein. Ja, ihr müsst auch mal ein bisschen hier angreifen, das geht ja mal nicht. Alter, Massensterben! Ja.
Ja, klar, ich werde jetzt auch noch angegriffen. Super, und der nächste Zwerg ist gestorben. Alter Verwalter. Es ist doch nicht mehr wahr. Es ist doch einfach nicht mehr wahr. Das kann so. Also, kann man doch keinem mehr erzählen hier. So, hier ist Kapuzen Louis. Der ist Holzfäller. Der kriegt hier den Standard-Deckelhelm. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh gut, Rüstung haben wir jetzt keine mehr. Die müssen wir gleich holen. Hallo ausrüsten. Oh, der hat auch gar keinen Rucksack. Krieg ich erstmal einen Rucksack benutzen. Zack. Alter Verwalter. Das sind ja jetzt echt verdammt viele gestorben. Also schlafen gehen. Da sind natürlich einige jetzt am Schlafen, so Mist. Oh, echt Mist. Ich glaube, meine Zwerge werden hier ein wenig mutiger. Ja, Bevölkerungszuwachs, super. Dann wird mal Zeit wieder. Alter Verwalter. Was haben wir an Zwerge verloren? Ja gut, die müssen wir erstmal ausrüsten hier, die neuen Zwergchen. Wo sind sie? Da ist er. So, der kriegt erstmal, der ist Kletterer, der kriegt auch erstmal, ach komm, den gehen wir hier. Auch schon den Helm. So, da kriegt ein Körbchen hier dran. Zack. So, oder was denn hier? Du wirst Schwertkämpfer, also kriegst einen Schleifstein. Nee, Quatsch. Schleifstein ist eigentlich doof. So, der Mann braucht eine vernünftige Axt. Zack. Und eine vernünftige Stahlkeule. Gut, Schuhe etc. Der ist eh Kletterer. Achso. Ja gut, wenn der Kletterer ist. Nee, komm. Machen wir erstmal so und dann schauen wir nach dem Rest. Später. So, der soll angeblich harmlos sein, ermutigt uns. Gut, hoffe ich. Ich bin gespannt. Ah, die kloppen wir mal auf die Olle trotzdem drauf. Den Kobold-Anführer. Okay, ja gut, egal. Kann uns egal sein. Mann, 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 Action, Action, Action hier. Das gibt's ja nicht. 63% Komfort. Und dann sind das so Loser! Ja, Bevölkerungszuwachs plus 1, ja, wird auch Zeit. Und sind die ganzen Leute ja auch weggestorben. Muss man ja einfach sagen. So. Der kriegt direkt auch noch Holzrüstung und hier eine Tarnkappe. Ja, und so langsam muss ich dann nochmal jetzt langsam gucken. Zack. Das war an Sachen kommen. Ne? Kriegt auch eine Waffe. Hallo, Waffe. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Überfall der Kobolde. Das gibt's echt nicht, ne? Also. Den einen Tisch soll ich jetzt auch nicht noch füllen. Wir sollen ja erstmal von den oberen Tischen und so weiter alles füttern. Ja, wo werde ich, glaube ich, jetzt mal nichts mehr hinstellen. Ne? Gargoyle-Statue. Eine Dekoration für Tore und Burgmauern. Ah ja. Gargoyle-Statue. Dekoration für Tore. Achso, hat man schon. Oder beziehungsweise steht immer dasselbe drin. Ein Wandteppich. Komfort plus 5. Wunderbar. Ein Schrank. Komfort plus 5. Ein Banner plus Komfort plus 12. Ja, dann lass doch mal einen Banner machen. Wir kriegen das hin. Also basteln wir hier einen Banner hin direkt.
Nö, Stoff brauchen wir. Da ist Stoff. Ein Wollknoll. Schadoff und Schadoff. Ja, zwei. Nein, zack, warte, warte. Der Wandfaden. Wollfaden weg. So, wir brauchen eine Rolle. Auch ganz komisch. Wolle und Bretter und dann hatten wir Wollfaden. Ja, ist gut. Ich frage schon gar nicht mehr weiter. So, hier Hühnchen abmurksen. Hier den auch abmurksen. Hallo. Und dann ist Hühnchen. Und in 19 Sekunden haben wir den nächsten Bevölkerungszuwachs wieder. Gott sei Dank. Da kann man nur froh sein. So, Textilstuhl. Was bringt denn der? Komfort plus 4. Was ist denn hier mit dem hier? Komfort plus 7. Ja gut, wenn wir den gebastelt haben. Dekorationsschild. Komfort 3. Was macht uns denn die Top-Pflanze? Komfort 5. Komm, die kriegen wir hin. Oh, Wasser. Ein bisschen Blätter. Ein Eimer. Und ein bisschen Ton. Ja, machen wir zwei Pflänzchen. Ist doch immer narrisch und schön. Bevölkerungszuwachs plus 1. Kümmern wir uns gleich drum. Weil ich gerne. So. Gerne vorher auch. Du hast angegriffen. Achso. Und Schwein. Endlich unten weitermachen möchte. Gar nichts, ne? So eine Steinhaxe. Stahlaxt. Hier, zack. Eine Waffe braucht er. Er kriegt auch die Stahlkeule hier. Zack. Oh, er kriegt auch direkt erstmal den hier. Er kriegt auch den hier. So, er hat noch ein T-Shirt. Da haben wir noch ein wenig Verwendung. Ein Krieger. Der Krieger. Lederstiefel plus 5. Er hat Rüstung plus 10. Dann sollte er vielleicht auch die besseren Schuhe kriegen. Ne? 10 war es ja. Aber zack. So, fertigen. Wir haben ja jetzt hier noch so ein bisschen Unrat von den Zwergen zuvor gekriegt. Jetzt können wir jetzt hier, zack, wird es Farbe. Zack, Glas. Der Federhut. Und gerade irgendwo T-Shirts, oder? Dann nehme ich auch T-Shirts. Wo sind die hin? Hier sind ein bisschen T-Shirt los. So, Leder haben wir auch. Machen wir mal direkt hier perfekte Auskleidung hier. Ausrüstung, so wollte ich auch. Auskleidung. Söhrchen, Popöchen. So. Schneiden. Man darf noch nicht gesammelt werden. Okay, machen wir dann noch nicht. Er ist halt Mehl am Mehlen. Am Mahlen, Entschuldigung. Er malt ja gar nicht, nein. Das natürlich nicht. Ich werde schon wieder angegriffen. Das ist doch schon Mobbing, ey. Das ist ein Mobbing-Spiel, ist das. So viel Mobbing, das gibt's gar nicht, ey. Reines Mobbing-Spiel. Das Spiel, das mobbt mich. Das Spiel, das mobbt mich einfach nur noch. Angeln. Wasser sammeln. Das ist ein Mobbing-Spiel. Und Bevölkerungszuwachs. Plus 1! 1! Quatsch, nicht ausrüsten. Nicht fertigen. Wir müssen ausrüsten. Rüste ihn aus. So, zack. Und zack. Und er kriegt natürlich eine Stahlkeule.
Bam. So, er kriegt auch einen auf den Deckel. Er kriegt hier einen von. Und er kriegt einen. Ja, genau. Ja, doch, geht so. Doch, geht so. Ist okay so. Du wirst angegriffen, ja. Apropos angreifen, genau, wir müssen noch mal hier so ein bisschen Verteidigungswaffen basteln. Lal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 a. So, haben wir sogar genug Holz, glaube ich, für. Bretter auch. Bretters. Nägelchen. Nagel. Und Stahl. Öl. Und auch ein Bögelchen. Zack, haben wir schon das erste hergestellt. Wir brauchen jetzt nochmal einen Bogen. Für den Bogen braucht man Seil und für Seil brauchen wir Wolle. Super, klappt schon mal nicht. Ganz toll! Ganz super. Ganz super. Kriegen wir so nämlich nicht hin dann. Und in ja, hau auf die ein, genau, hier, mach die platt, um die fallen, achso, fall nicht runter, hier muss ich nur fallen lassen. Ah, meine Nase ist schon wieder ein bisschen zu, ist unvorstellbar. Eigentlich könnte ich eine Brücke hier hinbauen, oder? Eigentlich, zack, schauen wir mal. Über 7 Brücken musst du gehen, Quatsch, da musst du, hä? Jetzt hier Brücken, ah ne, in Unterstrukturen, glaube ich. Ich bin einfach nur blind und blöd wahrscheinlich. Da haben wir Steinbrücken. Ah, ich habe so wenig Stein. Bauen wir Holzbrücken. Da haben wir wenigstens Bretter und so weiter für. Da können wir echt ein paar Brückchen bauen. So, gut, jetzt haben wir zwar keine Bretter mehr. Das sind auch schnell gemacht, finde ich. Auf jeden Fall. So. Machen wir direkt hier so 60. Komm, 60 Holzbretter kann er sägen. Und Bevölkerungszuwachs. Plus 1. Wird ja auch Zeit, ne? So, was haben wir denn? Entschuldigung. Du wirst angegriffen. Ja, wie so oft. Wie so oft, muss man ja sagen. Wie so oft. So. Auch ein bisschen Stahlschwert. Wir müssen eigentlich, müssten wir. Ja, müssten eigentlich nur ein bisschen. Ja. Eisen. Ziegel. Wofür brauchen wir Ziegel? Ziegel brauchen wir für. Mit dem Material aus Ton, das zum Bau von Mauern genutzt wird. Ah, ja. Heidi die Taiti. Heite Popeite. Heite Taite Popeite. Quatsch. Nicht Gold. Harz. Harz. Nicht Hurz, sondern Harz. So, also ein bisschen hier Feuerpfeile. Zack, 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 zack. So. Eine Verteidigung müsste gleich eigentlich stehen hier. Entschuldigung. Ein wenig erkältet. Hier, zack, zack. Tommy tot. Ja. Nicht fertigen ausrüsten müssen wir nochmal ein. So, ihr kriegt hier, zack, zugeordnet. Hallo? So. So, wo haben wir den letzten. Der kriegt hier, zack, ihn und ihmchen. Ihmchen. Er kriegt auch einen Sturzhelm. Das ist ja ein Schmied.
kriegt eine Lederrüstung. Was geben wir dem als Waffe? Komm, hier so ein Distanzstab. Der ist, glaube ich, nicht schlecht. Zack. Und Lederschüchen. Dann ist er schon recht gut ausgerüstet, glaube ich. Oder? Ja, doch, ist er. Doch, dann ist er recht gut ausgestattet. Kram hier. So, Stein weg. Ja, das ist natürlich wieder blöd. Das ist alles unter Wasser. Zack, so. Da bauen wir die Abwehr hin. Ich hoffe, es bringt irgendetwas. Blöde Abwehr. Ich kann mir nicht mehr langsam vorstellen, dass die noch was bringt. Ah, die Hoffnung stirbt zuletzt. Tönen immer so die Zwerge hier, als ob die sonst irgendwas machen hier. Soll ich mir mal Gedanken machen um meine Zwerge hier. Die schwimmen ja schon hier. Ich würde ja gerne viel mehr Abwehr bauen. Hier haben wir ein gutes Holzfällers. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich würde ja gerne viel mehr Abwehr bauen, aber dafür bräuchten wir noch ein bisschen. Ja, das Schaf ist unter Wasser. Scharf gewesen, waren nur die Eier. Mann, wir brauchen nicht ein paar Schafe. Mehr Schafe. Da ist noch ein Schäfchen. Das könnte so. Hier ist noch ein Hühnchen. Aber in die hinterste Ecke, da kommen die so selten hin. Hallo? Ja, wir werden natürlich wieder angegriffen von so ein paar Kandidätchen hier. Was macht unsere Brücke denn? Wir können mal nachgucken. Unsere Brücke ist im Bau, im Wandel. Ich dachte. Ah, shit. Oh, Moment, ist ja eigentlich egal. Also, hier. So, hinpuzzeln. Dann brauchen die ja nicht immer unten rumgehen. Das find ich eigentlich very nice. Oder? Zack. Da könnten ja immer dann müssten sie ja nicht immer. Genau. Ja. Wie ich. Hat er keine Wegfindung hier, oder was? Doch, natürlich. Ist doch cool, oder? Die Wegfindung viel besser so. So. Das ist doch viel besser so, oder? Besser. Könnten wir ja auch fast so machen, denke ich immer. Hör! Ihmchen hier. Holzmauer ersetzen. Holzmauer ersetzen. Ach, bin ich stundenlang. Du, ich werde mal wieder angegriffen. Ey. Greif da meine Maschine hier an. Ich glaube, ich werde zum Elch, ey. Finde ich äußerst praktisch eigentlich, da mit der Brücke. Gut, ich würde natürlich hier runter lieber bauen direkt.
Aber ich finde eigentlich, sind wir echt gut. Ja, doch. Wir sind gut dabei. Doch, doch. Würde ich sagen. Wir sind gut dabei. Ich bin eh guter Dinger. Dinger. Was ist? Ich bin guter Dinger. Mein Gott. Da muss ich mich doch mal eben ein Hüstelein fernab vom Walde. Ne? So, zack. Ich werde angegriffen. Ah ja, von so einer bösartigen Zecke. Bösartige Zecken gibt es immer wieder. Ja gut, das war's für heute erstmal. Wir haben viel erlebt. In den nächsten 15 Minuten geht ja auch schon wieder das nächste Portal mal wieder auf. Ich habe keinen Bock. Einige Technologien. Wir bauen Brücken mittlerweile. Um ein bisschen, da müssen wir nochmal nächste Folge ein bisschen gucken, wo bauen wir die Brücken effektiver hin. Wo sollen wir die hinbauen? Und ja, schauen wir einfach mal. Wir bauen unser Häuschen weiter aus und machen es schön. Wir haben 53% nur noch. Schon wieder nur 53%. Ja. Wir haben Bäumchen noch gebaut oder Palmchen oder Blümchen. Die werden wir noch aufstellen und dann, ja, schauen wir einfach mal, liebe Freunde. Ja, auf jeden Fall hat es mich gefreut, mit euch zu spielen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Und ja, gehabt euch wohl. Ciao, Popaui!